Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zum nächsten Coin Summit Talk. Lukas und ich freuen uns als Gastgeber sehr, dass wir Hum und Alex heute bei uns haben. Wir stellen euch die beiden nochmal ganz kurz vor. Alexander Roos gehört zum Team vom BTC Echo und ist der weltgrößte Monero-Fan und sagt immer, ich kann es nicht so gut sagen wie Alex, aber im übertragenen Sinne, don't use Monero until you need it oder so. Ne? Auf jeden Fall geht es darum, kauf Monero nur dann, wenn du es auch wirklich brauchst. Don't buy Monero unless you have a use for it. Fast. Also so ungefähr so, genau. Und Alex ist, hat sich schon im Studium auch mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigt, kennt sich richtig gut aus. Seine größte Passion gilt aber tatsächlich dem Thema Monero. Und wir haben gerade im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, wie aufregend und beunruhigend es für ihn war, als die Märkte ständig hoch und runter gerast sind Ende des Jahres und dass er es jetzt eigentlich etwas beruhigender findet, dass die Märkte gemäßigt drauf und runter gehen. Und darüber wollen wir gleich auch so ein bisschen sprechen, über Marktdynamiken. Was macht das gerade aus? Cool, dass du dabei bist, lieber Alex. Und dann haben wir noch den wunderbaren Hung Tiu bei uns, der zusammen mit Onur Akpolat den äußerst genialen Podcast Die Kryptohelden betreibt und mir damit immer wieder ganz wunderbar unterhaltsame, lehrreiche und wunderbar für mich einfach mich weiterbringende Autofahrten beschert, weil das einer meiner Lieblingspodcasts ist, die ich immer wieder höre, wenn ich unterwegs bin. Also wer ihn noch nicht kennt, unbedingt abonnieren und reinhören. Es gibt auch eine coole Telegram-Gruppe, wo die Jungs sich austauschen zu allen möglichen Themen. Und ja, Hung ist zum Glück auch wieder mit dabei und wird mit uns so ein bisschen auch über das reden, was seiner Meinung nach den Markt rauf und runter treibt. Und natürlich mit mir zusammen auch Lukas, mein Mitveranstalter des Coin Summits, der auch wieder mit dabei ist, der heute vorgeschlagen hat, dass wir über Lightning und Bitcoins und Co. als ETFs sprechen. Also auch das werden wir mal streifen als Thema und, genau, und auch ansprechen. Wie immer könnt ihr eure Fragen gerne reinschreiben, am allerliebsten hier im Zoom, dann können wir es nämlich direkt sehen. Ich versuche auf Facebook so ein kleines Auge zu haben. Ihr könnt die F&A-Funktion verwenden, dann übersehen wir keine Fragen oder ansonsten auch den Chat nehmen. Und ja, jetzt starten wir einfach mal los und gucken uns das mal an, beziehungsweise ich frage einfach mal hier vor allem unsere drei Experten. Ich bin ja eher mega Interessierte, aber nicht so Experte wie die drei Jungs. Was sind eurer Meinung nach die Auslöser dafür, dass der Markt so krass gehypt hat am Jahresende und jetzt auch wieder so moderat geht? Ich habe jetzt mal gehört, wir sind wieder in einem Bullenmarkt. Das heißt, es geht jetzt wieder aufwärts. Alex sagte gerade, wir sind eigentlich noch in einem Bärenmarkt. Wie ist eure Einschätzung? Ist der Markt eher pscht oder geht es jetzt wieder los? Wer mag starten? Wer legt los? Ja, Lukas, ja, also, dann musst du mitnehmen. Genau, erstmal von meiner Seite schönen guten Morgen in die Runde und auch an alle Zuschauer und Zuhörer. Ich kann es auch nur bestätigen aus persönlichen Treffen mit Alex. Er ist wirklich ein riesen Monero-Fan. Gerade noch kurz anschneiden. Er hat mir sogar einen Sticker geschenkt. Der klebt jetzt auch wunderbar auf meinem Notebook. Könnt ihr natürlich auf der anderen Seite nicht sehen. Danke nochmal dafür. Welcher Marktzustand haben wir jetzt? Das ist natürlich schwer zu sagen. Wir hatten jetzt wieder sozusagen eine Woche grün. Natürlich auch viel auf Spekulation über die ETF-Sache im August. Aber meiner Meinung nach sind wir noch lange nicht lange davon entfernt, dass es jetzt wirklich eine richtige Trendumkehr ist. Also das muss man auf jeden Fall noch abwarten. Dass wir aber jetzt einen richtig krassen Abverkauf nach unten nochmal haben werden, so in die Richtung 4.000, 5.000 Dollar, sich tatsächlich jetzt auch nicht mehr, weil jetzt auch diese ganze Spekulation, die ganzen Seller, die das jetzt richtig nach unten drücken wollten, die wurden jetzt auch ganz schön ausgehebelt. Also das sehe ich jetzt nicht mehr, also dass sich jetzt maximal der Kurs noch ein bisschen korrigiert, aber das wird auch langfristig jetzt wieder so langsam eine Umkehr haben. Aber da müssen wir jetzt noch geduldig sein, wie es die nächsten paar Wochen weitergeht. Was meint ihr, was ist überhaupt dafür zuständig? Das ist diese, also Alex hat schon gesagt, ihn hat das eher beunruhigt, dass er gesehen hat, dass es diese riesigen Spitzen gab, dass der Kurs mal gerade wieder um 50% hochgerast ist. Das sind ja irre Entwicklungen, die wir so in den normalen, konventionellen, selbst in den auch sehr volatilen Märkten nicht so sehen. Könnt ihr eine Einschätzung geben, was ihr denkt, was dafür überhaupt
zuständig ist. Warum passiert das? Ist das, weil die Leute es nicht verstehen und einfach alle denken, cooles Investment, da muss ich rein, ich werde Millionär? Oder ist es, weil es die Leute verstehen und sagen, es ist so eine geile Technologie, ich will partizipieren? Was machen diese Dynamiken aus eurer Sicht? Hung, du hast dein Mikro an, du bist dran. Ach so, okay, alles klar. Ja, ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, warum geht es jetzt gleich wieder hoch, wie war das im letzten Jahr, und habe dann auch irgendwie kritisch hinterfragt, so, wie bin ich eigentlich damit umgegangen im letzten Jahr und auch dieses Mal. Und ich muss echt sagen, ich meine, das ist jetzt eine Expertenrunde, aber ich sage euch ganz ehrlich, was meine Conclusion ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es hochgegangen ist im letzten Jahr, ich weiß nicht, warum es runtergegangen ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, es geht irgendwie hoch und dann guckt ihr, woran liegt es, dann liest ihr 5 Artikel, dann kommt so ein Buzzword hoch, ETF hier, oder kommt irgendetwas, eine neue Mainnet oder sonst was, und dann sagt ihr, ja, okay, das ist der Grund. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie, ich glaube, ich weiß es einfach nicht. Ich sehe da einfach nur die Sache, dass ich glaube, dass es langfristig schon das Thema ist, was viele Probleme hier auf der Welt lösen wird. Und deshalb löse ich mich jetzt einfach davon. Ich habe auch eine Analyse gemacht bei mir, kritisch auch im letzten Jahr, dieses ganze Hin und Her und irgendwie da was gekauft, da ICO, da Projekt. Und ich habe jetzt rausgefunden, wäre ich einfach auf BTC gewesen, hätte vielleicht noch irgendwie Ethereum, ein paar Dinger drin gehabt, hätte nichts gemacht, hätte mich nicht damit beschäftigt, ich wäre besser gefahren. Und das ist jetzt so irgendwie so die Conclusion auch für mich. Ich kann es nicht beantworten, warum es hoch oder runter geht. Ich glaube, es geht grundsätzlich hoch. Und ich bin jetzt einfach mal ehrlich zu mir selbst. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich damit jeden Tag zu beschäftigen, weil ich glaube einfach, dass es einfach schwierig gerade ist. Just hodl, huh? Just hodl, genau. Und das, was ich jetzt auch mache, also auch in diesem Krypto-Helden-Podcast, haben wir uns jetzt echt auch bewusst damit auch irgendwie entschieden zu gucken, dass wir dieses tagesaktuelle Thema draus lassen, einfach schauen, dass wir uns inhaltlich weiterbilden. Und wir haben jetzt ein Thema, was ich so reinbringe und was mich total fasziniert, ist, es sind ja so viele Disziplinen, ja, das ist ein Trading und Investing und so weiter, Kryptographie, Computer Science, was weiß ich, was alles. Und irgendwie berühren wir aber auch dort Themen, wo es um Geschichte geht, um Philosophie, was ist Vertrauen, irgendwie fundamentale Sachen. Und da wollen wir jetzt irgendwie einen Fokus drauf setzen und gucken, dass wir in die Richtung einfach mal ein paar Episoden jetzt auch erarbeiten, wo wir das gesamte Ding mal aus so einer, ich sag mal, diese Harari-Sicht oder Naval-Ravikant-Sicht oder sonst was sehen. Und deshalb, wenn du mir die Frage stellst, ja, warum geht es jetzt hoch oder runter, ich weiß es nicht. Ich hab noch gerade das byzantinische Dilemma aus eurem Podcast im Ohr. Genau. Wo es auch darum ging. Ja, grundsätzlich, ich bin da auch bei dir. Ich bin sehr gespannt darauf, was Alex gerade sagte, dass ja auch wirklich schon sehr intensiv alles seit relativ langer Zeit verfolgt. Also ich glaube, dass so der größte Marktdriver Erwartungen und Emotionen sind und dass das was ist, was im Kryptomarkt einfach überdimensional viel vertreten ist, im Gegensatz zu konventionellen Märkten. Weil die Leute, die im Kryptomarkt sind, sind da irgendwie mit Passion, mit Begeisterung und mit Glaube an der Sache drin. Und dass aber schon auch ganz, ganz viele aufspringen auf den Zug, die das eben nicht haben, sondern die nur ein Investment wittern und sehen, wow, da geht's krass hoch, und die quasi reindumpen, die Kurse auch hochtreiben, dadurch, dass sie alle mit auf den Zug springen wollen und dann aber auch wieder rausspringen, sobald sie merken, ach Kacke, geht doch nicht immer nur hoch. Und dass das Ganze noch viel volatiler macht, dass die Leute, die quasi Quick Rich suchen, einfach auch mit reingehen und dann aber wieder weg sind. Und das, glaube ich, macht es einfach deutlich volatiler als der Rest. Alex, wie ist deine Meinung? Ja, also auf jeden Fall ein paar gute Punkte angesprochen. An dieser Stelle möchte ich auch nur noch mal empfehlen, ich finde den Podcast, die Kryptohelden, extrem cool. Ich fand auch die Folge 19 super spannend. Also den Gast, den ihr da hattet, habe ich vorher noch nie gehört, aber die Meinungen, die der angesprochen hat, auch das mit dem Argentinien-Ding, war das das? Ja, genau. Also so krass gewesen. Also die Folge ist echt auch eine der beliebtesten, die beliebteste Folge bei uns. Das war der Marc Friedrich, der ist Ökonom und der hat sich eigentlich unabhängig von Bitcoin, hat er gesagt, na, die Entwicklung, die wir hier sehen, die geht Richtung Crash. Ja, gerade Zinspolitik,
wie makroökonomisch das alles zusammenhängt. Und hat auch in Argentinien sozusagen den Staatsbankrott live mitbekommen und das hat ihn natürlich extrem geprägt. Und er sieht im Bitcoin jetzt die Riesenchance, eigentlich die Lösung, ja, für eine Entwicklung, die irgendwie fairer ist, ja, für unsere Gesellschaft besser. Deshalb die Folge geht genau in diese Richtung, die wir auch im Podcast eigentlich jetzt im Fokus haben. Was löst denn das Bitcoin-Thema oder was für Chancen stecken denn allgemein drin? Sorry, Alex. Nee, kein Ding, ich fand's gut. Und ja, genau, also gerade was schon alles gesagt wurde, woran liegt das jetzt, dass es wieder hochging oder woran liegt es, dass es Ende des Jahres hochging? Ich glaube, wenn wir uns dann nochmal zurückerinnern, Ende des Jahres, da stand es in der Mainstream-Zeitung mit Bitcoin, bricht jetzt hier All-Time-High 15.000 oder so. Und dann ist natürlich, dann werden auch Leute darauf aufmerksam, die da vorher noch gar nichts von gehört haben, weil es ja immer dieses Hackergeld war. Aber wenn das in der FAZ und so weiter steht, dann kriegt das halt auch ein normaler Mensch mit, sag ich mal. Und dann interessiert er sich vielleicht dafür. Und dann kauft er vielleicht mal ein bisschen was, 5.000 Euro oder so. Und wenn das viele Menschen machen, dann entsteht dann natürlich schon so eine Euphorie. Es war aber auch extrem, was du gerade gesagt hast, Eva, mit diesem Get Rich Quickly. Ja, dass so ein paar ICOs schon echt durch die Decke gegangen sind, Verfachung deines Investments gehabt, was auf Aktienmärkten kannst du nur von träumen. Ja, also überhaupt schon von 100%, also dass es sich verdoppelt, ist ja schon krank. Deswegen... Da war auf jeden Fall sowas, so eine Goldgräberstimmung, dass, oh, vielleicht finde ich das große Nugget und muss nie wieder arbeiten. Nichtsdestotrotz, und das habt ihr ja auch schon alle gesagt, und das würde ich an der Stelle auch immer betonen, geht es ja nicht um schnell reich zu werden, sondern es geht darum, ein alternatives Geldsystem zu der Fiat-Währung zu schaffen. Ein Zahlungsmittel, mit dem ich in den Laden gehen kann und mir meine Wocheneinkäufe hole, mit dem ich mir ein Haus kaufen kann, mit dem ich einen Urlaub bezahlen kann, einen Flug buchen kann und so weiter. Einfach ein Schmieröl für die Wirtschaft, das auf digitaler Form basiert und was eben nicht eine zentrale Instanz braucht, wie jetzt zum Beispiel der Euro oder der Dollar. Also die Zentralbank meine ich damit. Und ich finde, daran sollte man eigentlich auch die Entwicklung im Space messen und nicht unbedingt am Preis. Weil der Preis ist halt sowas, dadurch, dass es noch ein relativ kleiner Markt ist, ja, also ich bin gerade auf CoinMarketCap und die Marktkapitalisierung ist gerade wieder unter 300 Milliarden Dollar gefallen. Das hört sich jetzt viel an, 300 Milliarden, aber es ist eigentlich gar nicht so viel. Ja, also Amazon ist da schon mehr wert, Apple ist auch schon mehr wert und das ist das Marktkapital von allen Kryptowährungen und Bitcoin hat da vielleicht gerade die Dominanz ist wieder ein bisschen gestiegen, ja, aber wenn da jetzt ein superreicher Mensch kommt, der könnte sich da relativ viel kaufen, sag ich mal. Und deswegen finde ich Preis keinen guten Indikator momentan. Was eher ein guter Indikator ist, ist, wenn man das mal wirklich versucht, selber zu benutzen. Okay, ich shoppe jetzt mit dem Ziel, dass ich mit Bitcoin bezahlen möchte, online, oder ich suche mal Akzeptanzstellen in der Stadt, wo ich wohne, und dann geht man halt ins ja, Room 77, wo ich Lukas getroffen habe und versucht dann halt mal mit Bitcoin oder Monero oder sonst irgendwas zu zahlen. Und das finde ich, wenn das leicht geht, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, ja, jetzt habe ich hier im Restaurant gezahlt, da könnte ich ja auch genauso gut im H&M damit zahlen, wenn ich mir Kleider kaufe. Und dahin soll es ja gehen. Es soll ja nicht dahin gehen, dass die Bitcoin 1 Million wert ist und wir das nach wie vor dann auscashen und unsere Kleider mit Euro zahlen, sondern dass wir halt direkt die Kryptowährung als Zahlungsmittel benutzen. Und genau, deswegen finde ich, Preis ist so ein Effekt, der, ja, wenn das überall akzeptiert ist, dann steigt auch die Kaufkraft davon, weil es nützlicher ist. Aber es ist jetzt kein, nicht das erste, sondern eher so ein Nebeneffekt von der eigentlichen Wunderwirkung.
Obwohl ich finde, da gibt es noch, also genau das schreibt Christoph übrigens auch auf Facebook und sagt, dass er es wichtig findet, dass die Coins nicht nur als Wertaufbewahrung, sondern eben auch als Zahlungsmittel im Alltag ankommen. Aber genau da liegt ja trotzdem auch noch eine große Problematik, die mit dem Preis korreliert ist. Es ist unglaublich schwierig, damit zu zahlen, wenn ich nicht weiß, zahle ich jetzt 3 Euro für ein Brot oder 37 Euro für ein Brot, weil ich nicht genau weiß, wie teuer jetzt gerade oder wie sich das entwickelt, ja. Und auch gerade, wenn ich so krasse Dynamiken habe, also ich bin überhaupt kein großer Fan davon, Dinge überzuregulieren. Aber was könnte denn eurer Meinung nach unterstützend dabei sein, dass wir diese krassen Volatilitäten rauskriegen, damit man so ein bisschen Planungssicherheit hat? Kostet das Haus, was ich mir mit einem Bitcoin kaufe, 100.000, 500.000 oder vielleicht sogar 3 Millionen? Also was ist das Äquivalent? Ja, das ist im Moment einfach total schwer einschätzbar, was es für mich auch schwierig macht, das in den Mainstream ankommen zu lassen. Ja, das finde ich vor allen Dingen eine sehr philosophische Frage. Also es ist eher, was der Bewusstsein bei den Leuten auslöst. Also denken die Leute immer noch an diese Euro-Dollar-Kopplung im Bitcoin oder sind sie mittlerweile irgendwann so weit emanzipiert davon und sagen, ich denke jetzt nur noch in Satoshi sozusagen. Also das ist wirklich die Einheit, die zählt und das Tauschmittel, was wir wirklich akzeptieren unter Menschen einfach. Und wenn man sozusagen dieses Bewusstsein erstmal hat, dann sind wir auf einem ganz anderen Level, was das betrifft. Sozusagen auch, was dann ein Tauschgut, wie jetzt zum Beispiel ein Haus oder so eine Immobilie, hat, wie man das einfach in Satoshis auch bewerten kann. Aber ich denke mal, das ist natürlich noch ein sehr weiter Weg, bis das soweit in der Gesellschaft angekommen ist. Bis dahin hat man halt leider noch diese Volatilität in den, also in den alten Fiat-Währungen. Aber würdest du denn einen Satoshi, so ähnlich wie den Goldstandard früher bei unserem Fiat-Geld, an irgendeinen Wert knüpfen, dass du also sagst, keine Ahnung, für einen Satoshi kriegst du ein Brötchen oder so? Oder? Ja, so ungefähr. Also genau, also Bitcoin ist genauso begrenzt wie Gold. Also klar, kann natürlich noch geschürft werden, genau wie Gold noch geschürft werden kann. Aber das ist ja auch endlich. Deswegen kann man das eigentlich genauso anwenden, wie damals die Goldkopplung, als sie auch noch beim US-Dollar gab. Vor den 70er Jahren war das ja noch gang und gäbe. Warum nicht? Also man findet da sicherlich dann auch irgendwie ein Mittel, das als Tauscheinheit dann auch in Wert zu bepreisen. Also sehe ich gar kein Problem. Ja, ich würde da auch noch einspringen und sagen, die Volatilität verschwindet über die Zeit, wenn das Volumen da ist. Und das Volumen ist halt gerade noch nicht da. Wenn wir wirkliches Volumen haben gerade, dann ist es meistens von einer Fiat-Währung in Bitcoin oder von Bitcoin in einer Altcoin. Aber es ist jetzt nicht das Volumen des wirklichen Marktes, dass viel Bitcoin ausgegeben werden im Supermarkt, um sich Milch zu kaufen oder so. Und da muss es praktisch hingehen und wenn da dann, was weiß ich, mehrere Millionen Transaktionen am Tag passieren, dann ist es auch, dann gibt es mehr Anhaltspunkte, um zu vergleichen, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich für die Packung Eier ausgeben. Und genau deswegen, wie gesagt, das ist die Anwendung auch als Zahlungsmittel, die gibt aber auch Volumen. Man verdrängt das vielleicht so ein bisschen und sagt, ja, das ist ja gar kein wirkliches Handelsvolumen, wenn ich mir eine Packung Eier kaufe oder so, aber doch ist es, weil es referenziert praktisch, wie viel ist eine Einheit wert und dafür orientiert man sich an anderen Geschäften, die in der Wirtschaft passieren, dann überlegt man sich, oh, wie viel kostet jetzt ein Pferd in Bitcoin, wie viel kostet eine Brezel, macht es Sinn, dass ich jetzt so und so viel Bitcoin für 3 Eier ausgebe oder könnte ich da eventuell mehr für kriegen und so weiter. Und das ist halt die Funktionsweise einer Marktwirtschaft. Ich wollte an der Stelle noch was Lustiges ansprechen. Und zwar, ich bin 2017, Anfang des Jahres, nach Acapulco geflogen zu Anacapulco, also so eine Konferenz. Und damals habe ich mein Ticket, was ungefähr $150 gekostet hat, in Bitcoin bezahlt. Ich habe das gerade eben ausgerechnet. Das sind heute 1.100 Euro, die ich damals gezahlt habe. Jetzt gibt es diese Perspektive, oh, ich habe für dieses Ticket 1.100 Euro ausgegeben. So darf man nicht denken, ja. Man weiß nicht, wo der Preis hingeht und man muss immer, wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann zahle ich den Preis, der halt gerade in den Charts steht. Man kann jetzt da noch sagen, okay, ich mittel den ein bisschen, ja. Ich zahle nicht den Tagespreis, sondern ich zahle 50% Tagespreis plus 50% Preis
Durchschnitt der letzten 30 Tage oder so. Und vielleicht könnten sich da irgendwelche Zahlungsanbieter clevere Ideen ausdenken, wie sie das verrechnen wollen. Aber es macht nicht glücklich, sich immer es nicht ausgegeben, dann hätte ich jetzt so und so viel Geld gespart praktisch. Mhm. Weil man muss halt immer zu dem Zeitpunkt, wo man es ausgegeben hat, die Rechnung machen. Wie kannst du dir denn vorstellen, du hast schon gerade gesagt, Zahlungsanbieter könnten sich da was Schlaues zu ausdenken. Das heißt, du würdest es nicht auf Ebene des Einzelhandels sehen, der quasi taggenau sagen soll, meine Eier kosten so und so viel und meine Brötchen kosten so und so viel, sondern es wird irgendein Preis festgelegt, der quasi immer gilt oder der jetzt, was weiß ich, also Butter geht ja auch rauf und runter. Ja, Marktgüter variieren ja grundsätzlich auch in ihren Preisen. Aber das heißt, da würdest du, also wer... Es ist ja etwas schwieriger, beim Bezahlsystem mit Bitcoin sozusagen den äquivalenten Preis von irgendwo festzustellen, weil du hast jetzt keine Butterproduzenten, die einfach sagen, wir brauchen das und das Volumen, um jetzt unsere Butter am Markt auch überhaupt vertreiben zu können. Du hast keine staatlichen Instanzen, was ja auch genauso gewollt wird. Aber wo würdest du denken, dass ein Ansatzpunkt ist, um zu sagen, das ist jetzt ein guter Preisansatz, den du einfach mal nehmen kannst, um das Ganze in die Warenwirtschaft auch zu bringen und um zu sagen, wir machen jetzt hier mal sozusagen Day Zero und jetzt bepreisen wir mal die Dinge in der Marktwirtschaft und lassen die Leute dann einkaufen mit ihrem Geld. Ja, ich glaube, das ist ein ständiger Prozess, der passiert. Ja, ich würde sagen, der Ursprung davon war der Pizza Day. Dass mal jemand für Bitcoin ein tatsächliches Produkt gekauft hat. Und es war damals 2 Pizzen für 10.000 Bitcoin. Und jetzt ist es so ein ständiges Herantasten an ein Equilibrium, wie die Ökonomen so schön sagen. Doch das Equilibrium gibt es nicht. Es gibt keinen finalen Zustand, wo man sagen kann, jetzt ist der Preis und die Nachfrage perfekt austariert, sondern das ist ständig in Flux. Und am Morgen bin ich hungrig, gehe zum Bäcker und kaufe mir einen Kaffee. Das heißt, es gibt mehr Nachfrage nach Kaffee, auch wenn das vielleicht sehr gering ist. Und eine Stunde später habe ich den Kaffee intus und dann möchte ich vielleicht keinen mehr. Und dann sinkt die Nachfrage. So sehr in Flux ist das praktisch. Und es hängt halt ab von jedem Marktteilnehmer, von den Präferenzen des einzelnen Marktteilnehmers. Und es ist was wahnsinnig Komplexes, wie sich ein Preis findet. Aber es ist halt trotzdem durch die Interaktion von allen Individuen im Markt orientiert man sich und die Verkäufer stehen im Wettbewerb und man versucht natürlich immer so viel wie möglich für sein Produkt zu bekommen oder als Konsument so wenig wie möglich zu zahlen für die bestmögliche Qualität und dann feilscht man und dann einigt man sich freiwillig auf irgendwas und das können dann andere Leute als Referenz nehmen, das man selber als Referenz nehmen und je mehr Referenzpunkte man hat, desto stabiler ist, denke ich, auch die das Preis, die Kaufkraft und so weiter. Mich würde deine Meinung auch sehr dazu interessieren. Johann schreibt gerade auch hier bei uns in den Chat rein, ob es weiterhelfen würde, wenn Händler sich bei Bezahlplattformen implementieren wie BitPay oder CoinPay. Das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, weil der ist mir auch gerade hochgekommen, weil Status quo ist ja folgendes, dass man jetzt bei Restaurants oder im Einzelhandel, die stehen ja vor der Herausforderung, dass sie ihre Fixkosten oder variablen Kosten weiterhin in Fiat bezahlen müssen. Das heißt, dass die, wenn sie jetzt annehmen und die Bezahlung als Zahlungsmittel in Kryptowährung annehmen, dann stehen sie immer noch vor der Herausforderung, dass sie laufende Kosten haben, die sie in Fiat begleichen müssen. Und da kommen jetzt BitPay und CoinPay rein. Das sind einfach letztendlich Anbieter, die einfach schauen, was ist denn der Stichtagskurs, der tagesaktuelle Kurs und rechnen den von der, sag mal, Referenzwert Fiat, Euro, um in was die entsprechenden Satoshis wären oder Bitcoin, um dann halt die Bezahlung so zu gestalten, dass der Verkäufer, der Einzelhändler, der Bäcker sofort das Geld in Euro dann auch zum Tageskurs vorliegen hat, damit die Kosten und so weiter beglichen werden können. Ja? Das heißt, es ist eigentlich nur eine Verlagerung. Ob ich jetzt sozusagen selber Bitcoin wechsle in Euro und damit dem Bäcker auszahle, ist es gleich, das ist eigentlich analog, nur sozusagen findet dieser Wechsel dann beim Einzelhändler statt zum Tageskurs. Und das ist auch das, was der Lukas angesprochen hat. Ich meine, letztendlich sind wir gerade in einer Welt, die halt
über Euro oder Fiat funktioniert. Und wir werden irgendwann an einem Punkt gerade kommen, sofern wir nicht irgendwie Gehälter in Bitcoin auszahlen, dass wir diesen Wechsel in die Fiat-Währung haben wollen. Und deshalb so eine Bezahlplattform, ich glaube, die löst die Volatilität, weil sie letztendlich einfach vom Markt her schaut, was der Referenzwert Euro oder US-Dollar da ist und somit das Volatilitätsproblem für den Einzelhändler wegnimmt. Aber wir sind dann einfach weiterhin in einer Fiat-Welt. Ich habe da auch, ich war am Montag auf dem ersten Halt der Dash Roadshow und habe mich da ein bisschen mit dem Jan Meyer unterhalten, der die Dash Embassy Dach führt, und die gehen ja auch viel an Händler heran und versuchen praktisch das wirklich als Dash wirklich als Zahlungsmittel zu implementieren. Das ist keine leichte Sache, weil die Händler halt nach wie vor ihre Buchhaltung führen müssen und das wird halt in Euro gemacht. Und genau das, was Huhn gerade gesagt hat, hier ist praktisch, es ist noch nicht so direkt, wie wir es eigentlich idealerweise, wie sich die Cypherpunks das überlegt haben, dass wir da wirklich nur ein digitales Zahlungsmittel ist, sondern es gibt halt immer noch diesen Proxy, aber ich muss jetzt den Tageskurs in Euro umrechnen, weil ich meine Steuern damit zahlen muss und so weiter. Und ich sehe das auch sehr gut auf jeden Fall, dass es solche Intermediäre da gibt, die Händlern das erleichtern. Weil wenn es um die Adaption geht, ist es halt momentan noch relativ clunky. Ja? Also man lädt sich da eine Wallet runter. Ja, welche lade ich mir denn runter? Welcher kann ich denn vertrauen? Und der durchschnittliche Händler, der jetzt mal den Tante-Emma-Laden betreibt, sage ich mal, der kennt sich da nicht aus. Und im schlimmsten Fall macht er halt was falsch und verliert sein Monatseinkommen oder so. Und da ist es dann schon besser, wenn er eine dritte Partei hat, die ihm da praktisch die Sicherheit geben kann, die ihm das vereinfacht, die das Know-how hat und dann einfach nur sagt, hier musst du auf den Knopf drücken und wenn du ein Problem hast, kannst du uns anrufen und dann retten wir dich sozusagen. Deswegen, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung über die Zeit hinweg. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass wenn die neue Generation herankommt, die Generation iPad im Kinderwagen, dass dann da weniger eine Hürde ist, weil es einfach so natürlich ist, schon mit Elektronik sich auseinanderzusetzen und das zu benutzen. Und keine Ahnung, die können vielleicht keinen Brief mehr per Hand schreiben, aber wissen, wie man auf WhatsApp jemanden edit oder so, und dann ja, geht das schneller. Aber ich denke auf jeden Fall, das ist ein guter Zwischenschritt zumindest mal, da Adaption zu bringen, dass ich halt wirklich die Sachen als Zahlungsmittel nutzen kann. Und zum Beispiel, es gibt ja Purse.io, wo man jetzt schon mit Bitcoin auf Amazon shoppen kann. Und man kriegt da sogar einen Rabatt für 20% oder so. Die machen das dann irgendwie mit Geschenkkarten und so weiter. Also ist jetzt nicht so straightforward, dass man da bei Amazon einkaufen kann, aber es funktioniert. Das ist so ein Workaround. Und ich finde, das sind kreative Business-Ideen, wo auf der einen Seite jemand Profit machen kann, aber halt auch wirklich einen Pain löst und genau, der Markt belohnt das. Mhm. Finde ja. Ich. Genau. Ich wollte nur sagen, also Johann schreibt auch gerade rein, die neue Generation wird zuerst das Smartphone plus das Wallet haben und danach mit 16 ein Bankkonto. Ja, coole Vision. Und, ja, genau. Und auch nochmal die Info, ihr könnt auch jetzt echt super gerne eure Fragen reinstellen. Wir beantworten euch auch gerne eure Fragen und solange keine Fragen da sind, reden wir einfach munter weiter. Und Lukas, ich habe noch ganz kurz eine Frage und dann gebe ich direkt an dich weiter, dass du sie mir beantworten kannst und dann auch deinen Punkt anbringen kannst. Mhm. Okay. Und zwar habe ich jetzt so ein bisschen, bin ich gerade in der Überlegung an dem Punkt, dass ich denke, wir müssen ja eigentlich wirklich auch viel mehr in dieses Geld ausgeben rein, ja, wir müssen genau das machen, wofür das ursprünglich eigentlich mal konzipiert worden ist, nämlich wirklich auch ein Zahlungsmittel zu sein und nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel. Und ich sehe mich aber selber so ein bisschen in dem ganz persönlichen Zwiespalt, dass ich zum einen, wie Hung das gerade gesagt hat, denke, just hodl. Also ich lasse das einfach da liegen, zum einen, weil ich auch wirklich denke, dass es sich
dass es auch ein Wertaufbewahrungs- und Wertsteigerungsmittel ist und ich das jetzt gar nicht ausgeben will, sondern ich es einfach da liegen lassen will, weil ich in die Technologie glaube. Ich aber auf der anderen Seite im Moment sozusagen in der kognitiven Dissonanz bin, wenn ich an die Technologie glaube, dann sollte ich sie auch unterstützen und genau das machen, was die Technologie will, nämlich eigentlich dieses Geld ausgeben. Ja, das finde ich ist gerade irgendwie so ein Widerspruch, der sich in mir gerade regt, dass ich sage, ich will es liegen lassen und quasi auch damit meinen Glauben in die Technologie unterstützen, aber auch von dieser Wertsteigerung partizipieren. Aber ich will ja auch das machen, wofür das Ding eigentlich, ich möchte nicht nur eine stupide Finanzanlage tätigen, sondern ich will ja auch eigentlich das machen, wofür dieses Ding gemacht worden ist. Wie ist da eure Meinung zu? Und Lukas, jetzt halt hier im Mund, du wolltest gerade was sagen und lass dich reden. Egal, meine Anmerkung würde in eine andere Richtung gehen, aber jetzt auf deine Frage hin. Man kann ja einfach beides machen. Man kann einen gewissen Anteil sozusagen als Investment betrachten. Ein anderer Anteil ist so dein tägliche, ja, also was du ausgibst, aber auch akzeptieren. Also es geht ja nicht nur in eine Richtung, so wie du es sagst, dass man jetzt die Bitcoins nur ausgibt. Man kann es genauso gut sagen, egal was du jetzt selber machst, was für Produkte oder Dienstleister du anbietest, dass du selber auch Bitcoin akzeptierst, also auch in die andere Richtung. Also wirklich der Handel in beide Richtungen einfach richtig ins Laufen kommt. Also dann gibst du ja nicht nur Bitcoin aus, sondern bekommst auch welche im Endeffekt, vielleicht deckungsgleich oder noch mehr. Warum ist auch eine super Sache? Also da einfach mal ins Handeln kommen, weil da habe ich jetzt auch einfach, ich bin jetzt aktuell in Belgrad auf Wohnungssuche und da habe ich jetzt mal ganz blöd den Vermieter gefragt, ob er auch Bitcoin akzeptiert zum Zahlung der Miete. Er wusste davon leider überhaupt nicht Bescheid. Aber halt wirklich einfach mal frech fragen, weil jetzt auch hier zum Beispiel in Serbien gehört nicht zur EU. Die haben ihre eigene Währung und Auslandszahlungen sind dann schon ziemlich teuer. Muss entweder ein eigenes Bankkonto hier haben in Serbien oder wenn du über Euro bezahlst, mal mindestens, keine Ahnung, 5-10% Gebühren bezahlen für jede Transaktion. Das ist schon blöd. Deswegen habe ich natürlich dann gleich gefragt, warum denn nicht viel einfacher? Hol dir deine Wallet, hier Kryptowährung oder zumindest mal PayPal oder sowas, was die Sache ein bisschen einfacher macht, aber kann der leider nicht. Aber wie gesagt, da wirklich einfach versuchen, wirklich in deinem Leben, das irgendwo über, wo es geht, einfach mal einzubinden und zu fragen, die Leute vielleicht ein bisschen aufmerksam machen. Selbst die Frage löst ja vielleicht was bei Leuten aus, die es bis jetzt noch gar nicht kennen. Wieso nicht? Eva, vielleicht auch von meiner Seite, ich weiß nicht, das hat sich gerade so, als du eingeleitet hast, dass du sagst, oh, das ist ja jetzt nur Wertaufbewahrung und so weiter. Ich meine, okay, wir haben ja die drei Funktionen von Geld. Ne? Wir haben jetzt Wertaufbewahrung, wir haben Tauschmittel und wir haben als Recheneinheit. Recheneinheit haben wir schon gesagt, Volatilität ist gerade hoch, ist jetzt noch nicht Mass Adoption, sind noch ein paar Themen, stecken wir aber in der Entwicklung. Tauschmittel, genau dasselbe Thema, noch kein Mass Adoption. Aber das Thema Wertspeicher ist doch nichts Negatives. Ne? Das ist doch schon mal so sozusagen eine Funktion des Geldes, die jetzt eine Kryptowährung oder Bitcoin übernehmen kann. Und die löst schon einige Probleme. Ich meine, in einigen Ländern einfach nur dein Geld wert aufzubewahren, in der Form, dass du sie sozusagen im Zugriff hast und kein anderer, das ist doch schon in manchen Ländern ein Riesenschritt, wo kein Vertrauen herrscht. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass wenn wir jetzt auch Richtung Wertaufbewahrung und Hodl gehen, dass die anderen zwei Themen einfach so in einer Entwicklung sich mit der Mass Adoption, mit dem besseren User Interface, ja, dass sich das entsprechend dort auch verbessern wird und dass wir dann irgendwann vielleicht wirklich dort in Belgrad eine Miete zahlen können in Bitcoin. Ja, ja. Ich finde das auch. Ich finde das auch ganz gut. Lukas hat ja auch gerade gesagt, wir sollten auch mal selber anfangen, unsere Produkte alle sozusagen auch in Bitcoin zahlbar zu machen, damit man nicht nur Bitcoin rausgibt, sondern auch wieder Bitcoin reinbekommt. Und Frank schreibt dazu gerade noch in den Chat, dass er das Hauptproblem im Moment da sieht, dass beim Ausgeben wollen der Nachschub wieder nur daher kommt, dass man neue Krypto aus Fiat kauft. Genau das kann man quasi damit heilen, dass Lukas sagt, wenn du irgendeine Dienstleistung anbietest, vielleicht wirklich auch mal mit deinem Arbeitgeber sprechen, ob das nicht eine Option wäre, einen Teil in Bitcoins auszuzahlen oder wenn du Coachings anbietest oder was auch immer du machen könntest, dass du da einfach mal sagst, ich implementiere das und schaffe mir auch einen möglichen Zufluss von dem Ganzen. Aber Hung, ich gebe dir absolut recht, diese Wertaufbewahrung und vor allem auch dieses Ownership über das Asset, ja, das Asset nicht mehr irgendwo anders hinzugeben, sondern das selbst verwalten zu können, ist natürlich ein riesiger Wert, der ja auch wirklich einen Teil dieser Philosophie ausmacht, dass man sagt, Selbstermächtigung, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung sind ja einfach Werte, die in diesem ganzen System wichtig sind und die auch
ein großer Grund dafür waren, dass wir überhaupt damit angefangen haben, dieses System zu implementieren. Und das ist natürlich auch bei der Wertaufbewahrung ein Punkt, sehe ich absolut auch so. Eva, das, was du gerade sagst, also irgendwie so, ja, geht mal zum Arbeitgeber, zur HR-Abteilung und fragt mal, ob ihr euer Geld in der Kryptowährung bekommt. Ich meine, ich bin ein paar Konzernen unterwegs gewesen. Ich meine, die stehen halt vor einer großen Herausforderung. Da musst du dir einfach mal überlegen, die versuchen jetzt irgendwelche Use Cases und sonst wie. Und da scheitert es schon an dem Problem, dass keiner weiß, ja, jetzt geh mal zu deinem Treasury-Bereich, der Kassenwart, und sag dir mal, ja, jetzt besorg mal ein paar Kryptowährungen, jetzt im Konzernkontext. Ja. Da sagen sie, ja, da müssen wir aber zur Rechtsabteilung gehen, dürfen wir das überhaupt machen? Keiner versteht das ganz genau, wer verwaltet das? Das scheitert ja schon an so Themen, dass wir sind noch recht weit, dass wir dann irgendwann sagen können, so, jetzt kriege ich mein Gehalt in Kryptowährungen. Weil wir einfach aktuell noch zu viele Themen haben. Aber sowas löst ja Nachfrage oder sowas, genau. Ne, bringt Nachfrage auf den Weg. Also je häufiger man einfach mal anklopft und sagt, ich fände das spannend, absolut, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Ne? Und Alex jetzt quasi schon in die Monero-Richtung gehend, sagt Carsten auch nochmal, ey, nicht vergessen, Kryptofunktion ist auch Schnellübertragung und Anonymität. Nicht nur für Drogenhändler interessant, auch für andere Menschen. Ja, also was Lukas da angesprochen hat mit dem den Lohn in Kryptowährung bekommen, ich glaube, das ist letztendlich das wirklich Interessante. Unabhängig vom Preis oder vom Kurs ist, kann ich mir denn damit was Nützliches kaufen? Und wenn ich jetzt sagen kann, ich kann den Hans um die Ecke anstellen für Bitcoin, um meinen Rasen zu mähen, oder ich kann Grafikdesigner XY anstellen, um mir eine coole Intro für ein Video zu machen, oder ich kann eine Unternehmensberatung anstellen, um mir eine Strategie für mein Business Model zu entwickeln, ist, hört man das? ist egal. Das ist letztendlich das, wo der Wert gemessen werden kann. Und da ist halt auch die Entscheidung bei jedem einzelnen Individuum, dass man sagt, ey, Arbeitgeber, ich hätte gern mein Gehalt in Krypto oder ich hätte gern einen bestimmten Anteil meines Gehaltes in Krypto. Und ja, der Einwand von Hung ist auf jeden Fall berechtigt, dass es da zu Komplikationen kommen kann. Aber auch hier ist ja, das ist ein Painpoint. Das heißt, da ist ein Businessmodell da, dass man als Zahlungsanbieter sagt, hey, wir machen das euch einfach, dass ihr da das schon noch steuerlich abrechnen könnt, dass dann eure Angestellten sagen können, ich hätte gern 30% Monero. Ich finde, da kommt ein ganz interessanter Aspekt rein, nämlich, wie man etwas zahlt, muss nicht gleich sein, wie jemand etwas bekommt. Das heißt, ich kann jetzt eventuell als Arbeitgeber das Gehalt in Euro zahlen. Mein Arbeitnehmer bekommt es in Bitcoin oder in irgendeiner Mischung aus Altcoins. Und da macht man dann halt einfach einen Proxy dazwischen, der das umtauscht zu den jeweiligen Preisen, und der kann sich dann halt ein Businessmodell überlegen. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall eine Nachfrage da, und sowas gibt es auch schon. Also globee.com zum Beispiel, GLOBEE, glaube ich, bietet sowas an. Und ja, das ist fantastisch. Und genau, dann hat man eben diesen Effekt, ich gebe jetzt nicht nur Fiat-Geld aus, sondern ich gebe Zeit aus, sozusagen, für Kryptowährungen. Und dann ist es vielleicht, dann überlegt man sich, ah, ich habe jetzt 2 Stunden für so und so viel Bitcoin gearbeitet. Ist das wirklich 3 Eier wert, oder gehe ich da lieber nochmal ein bisschen auf dem Markt rum, oder muss ich vielleicht meinen Preis anheben für meine Arbeitskraft? Aber ich habe mir gerade noch die 3 Worte HODL, Spend und Build aufgeschrieben. Wir haben jetzt gerade über HODL und Spend geredet, und da würde ich sagen, eine Mischung aus beidem, ja. Spend könnte ja auch heißen, ich gebe heute alles für Fiat aus oder ich kaufe mir ein Lambo oder so. Da würde ich sagen, gib nicht alles aus, aber benutzt das immer mal wieder, um zu schauen, wie einfach das ist oder wie schwierig das ist, wo die Probleme liegen. Und unabhängig davon, ob man jetzt das hält oder ausgibt, kann man auch noch mit der Technologie was machen. Und zwar die Technologie verbessern, dass man jetzt zum Beispiel eine neue Wallet entwickelt, die super nutzerfreundlich ist, oder eine iOS Lightning Wallet, Leute, wie wär's? genau, dass man da praktisch versucht, seine Kompetenz
reinzubringen, um ein Businessmodell zu machen, was anderen Leuten hilft und wovon man selber profitieren kann. Und dadurch wird letztendlich das Ökosystem als solches auch stärker, nützlicher und eventuell steigt dadurch der Kurs. So, jetzt geht gerade hier die nächste Frage im Chat in die Richtung, die ich eben eigentlich einschlagen wollte. Ich lese mal gerade vor. Ich wollte in meiner Firma schon Bitcoin-Zahlung anbieten, aber finde es schwierig, als GmbH ein Wallet zu eröffnen und so weiter. Das fängt schon bei der Auswahl an und dann frage ich mich, wie die Abwicklung auszusehen hat. Werde mich auf jeden Fall in nächster Zukunft darum kümmern. Das ist schon mal sehr schön. Genau deswegen, also dass man sich auch aktuell einfach mit den realen Gegebenheiten auch auseinandersetzen muss. Das ist einfach die Fiat-Schnittstelle muss irgendwo noch da sein heutzutage. Allein aus steuerlichen Betrachtungen, wenn man in Deutschland GmbH hat und so weiter. Da finde ich halt echt so Projekte wie zum Beispiel Pundi X, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, echt spannend. Also gerade jetzt eher für den Einzelhandel interessant. Die bieten dann halt so eine Hardware an, also so ein Terminal, wie man es kennt, wo man mit Kreditkarte, Visa, Mastercard zahlen kann. Jetzt hängt gerade Lukas. Seht ihr ihn oder seht ihr ihn auch nicht? Ich habe gerade ein wunderschönes Standbild. Fiat. Ja. Also es wird auf jeden Fall super spannende Lösung geben. Die ist mega alt. Lukas, du hattest gerade ein Standbild. Sag nochmal. Wie heißt das? Kannst du nochmal gerade buchstabieren? Ich habe das nicht genau verstanden, wie das heißt. Und danach, was hat das Standbild? Keine Ahnung, wie man es ausspricht richtig. Pundi X oder Pundi X. Wie wird es geschrieben? Also P-U-N-D-I und dann einfach X. Okay. Also Pundi X, ja. Auf jeden Fall, allein so Projekte zeigen einfach mega spannend, wie einfach man es dann wirklich auch als Händler, Einzelhändler, das wirklich implementieren kann, ohne große, klar, natürlich brauchen wir den Invest für die neue Terminalstation und so weiter, aber ansonsten, meine Güte, da kannst du mit alles machen, kannst du ganz normal Visa-Karten und so akzeptieren mit, aber auch genauso einfach Kryptowährungen. Also, es wird echt spannend werden in Zukunft, wie einfach die Lösungen auch werden. Ja, und Johann schreibt dazu auch noch ganz süß ein Zitat von Andreas Antonopoulos. 400 Jahre hat es gedauert, um vom Handel zu Münzen umzustellen. 50 Jahre für die Plastikkarte. Wie lange wird es dauern, um in digital umzustellen? 5, 10 oder 15 Jahre? Wir sehen. Ja, Andi hat auch gerade noch mal reingeschickt. Ich mache das mal an alle. Andi hat es nämlich hier nur an uns vier. Wenn ihr was reinschreibt und eine Frage reinschreibt, die alle sehen sollen, dann achtet darauf bei Zoom, dass ihr an alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer schickt. Sonst kriegen es nur hier wir vier zu sehen und das wäre ja schade. Ja, sehr cool. Das heißt, das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, die Alex gerade gesagt hat, mit Globi, ne? Also, dass es einfach immer mehr Applikationen gibt, die auch die Möglichkeiten vereinfachen, sei es über eine Schnittstelle, sei es über so ein Terminal, sei es über ganz andere Möglichkeiten, einfach so einen Transfer von Fiat in Bitcoin herzustellen. Das Erste, was passieren muss, ist, dass es überhaupt eine Nachfrage danach gibt. Das heißt, ihr müsst einfach auch das mal ansprechen, wenn ihr sagt, wir wollen das haben. Ne, Alex, du sagst, keine Nachfrage ist wichtig. Wichtig ist einfach, dass das vom Himmel fällt. Oder wie siehst du es? Ja, das ist halt die Dichotomie. Also was ist so ein Henne-Ei-Problem? Was soll zuerst kommen? Das Angebot oder die Nachfrage? Ich glaube, es ist halt, wie du gesagt hast, Eva, man sollte da die Leute nerven mit so einfach immer so scherzhaft im Laden fragen, kann ich denn auch mit Bitcoin zahlen? Und das ruft ja dann auch wie so ein Zeitungsartikel in der FAZ dieses Thema einfach immer wieder ins Gedächtnis der Leute. Und wenn man es öfter hört, dann setzt man sich vielleicht irgendwann mal eines Abends hin und liest das White Paper oder so. Ja? Also, wer weiß. Und dann auf einmal ist man ein Riesenfan. Und aber auf der anderen Seite, es muss natürlich auch nutzbar sein für die Leute. Und deswegen, da muss auf jeden Fall auch ein Angebot sein. Aber vielleicht ist es so ein, hey, ich wurde jetzt in der letzten Woche 10-mal angesprochen in meinem Laden, ob ich denn nicht auch Bitcoin nehmen kann. Das war nicht immer die gleiche Person. Ich setze mich da jetzt mal hin und fuchs mich da rein, einfach nur, dass ich dann so diesen coolen Marketing-Effekt habe. Und ich denke, das wird immer mehr aufkommen. Und auch das Zitat von Johann finde ich dazu super, weil wir leben halt im Internetzeitalter und wir sind global, instantan mit jedem Menschen eigentlich auf der Welt vernetzt, wenn wir das denn wollen. Und das ist eine Gutenberg-Revolution eigentlich. Gutenberg hat ja das mit dem Buchdruck erfunden, dass man dann jetzt nicht mehr jedes Buch von Hand abschreiben muss. Die ganzen Mönche im Kloster waren auf einmal arbeitslos. Oh Gott, die Automatisierung.
aber die Information ist halt viel schneller rumgegangen, oder viel schneller rumgegangen, ne? Dann kam die Eisenbahn und das Pferd war nicht mehr das Schnellste. Dann kam das Auto, dann kam das Flugzeug und dann kam das Internet und jetzt kann ich halt Leuten in Amerika, könnte ich jetzt genauso im Zoom-Chat sitzen wie hier und mit denen kollaborieren über irgendein Projekt. Das heißt, die mentale Power sozusagen, die an irgendwelchen Problemen doktort, ist viel größer geworden. Und ich denke, das wird sich mit der Zahl der User im Internet und so weiter, mit der Zahl der Leute, die sich damit auseinandersetzen, wird immer nur schneller voranschreiten. Und genau, deswegen bin ich auf jeden Fall optimistisch, dass wir keine 50 Jahre warten müssen, bis die Welt Bitcoin nutzt, sondern dass das auch relativ schnell gehen kann. Ja. Johann fragt jetzt auch nochmal, ob ihr denkt, dass Bitcoin-Automaten helfen würden, die Akzeptanz weiter voranzutreiben. Wir sind ja in Deutschland voll hinten dran, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Ne? Ich finde es ganz erschreckend, wenn man sich so ein bisschen mal umguckt, rechts und links, wie weit da andere Länder sind und dass wir hier irgendwie die Entwicklung ganz offensichtlich verschnarchen. Und da, also ich glaube, dass das viel mehr helfen wird, weil ich schon auch, man hat ja, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, ist man ja irgendwie in so einer Blase drin und man hat das Gefühl, das ist gerade in aller Munde, jeder kennt Bitcoin, jeder kennt Kryptowährungen, aber ich stelle immer wieder fest, dass ich auch so in meinem Mutti-Umfeld, ich habe ja drei kleine Kinder, wenn ich da mal so höre, dass unglaublich viele Menschen noch gar nichts davon gehört haben, nicht mal von Bitcoin, wo man ja eigentlich denkt, jeder Mensch muss schon tausendfach von Bitcoins gehört haben, ist aber gar nicht so. Und ich glaube, wenn es wirklich so Insignien wie einen Bitcoin-Automaten gibt, der öffentlich sichtbar irgendwo in der Landschaft steht, wo auch noch möglichst viele Menschen dran vorbeigehen, dass das schon auch dazu dient, den Menschen weitere Anreize zu geben, sich mit diesem Thema einfach mal zu beschäftigen, es überhaupt mal kennenzulernen, mal hinzugucken, was ist das und damit auch das Problem der Mass-Adoption, dass wir einfach mehr Menschen brauchen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass wir mehr Volumen brauchen, auf jeden Fall entschärft und dem auf jeden Fall positiv entgegenwirkt. Ja, gerne an Hung die Frage, er hat schon länger nichts mehr gesagt. Das sehe ich genauso. Ich glaube, also BTC-Automaten, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir jetzt dort jetzt was ziehen würde oder was einlösen würde, aber als Marketinginstrument, um einfach sichtbarer zu sein, Richtung Mass Adoption, denke ich, ist das schon eine ganz gute Sache. Ja, genau. Also man sieht ja, die Nachbarn haben es ja alle und man kann schnell nach in die Niederlande fahren oder nach Polen. Da ist ja an jeder Ecke, findet man so einen Automaten. Da muss Deutschland natürlich, oder auch Österreich, da muss Deutschland dringend nachziehen. BaFin ist das Zauberwort, die verbieten es noch. Aber vielleicht, wenn der Druck in der Bevölkerung groß genug, die Nachfrage da hoch genug ist, vielleicht wird es mal erlaubt. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch jetzt hier in Serbien eine gesehen, direkt vorm Supermarkt, auch super. Wechselkurs fand ich jetzt nicht so gut, aber meine Güte, ist einfach erlaubt, die machen es einfach und so da sollte Deutschland auch einfach mal pragmatischer denken und in die Zukunft schauen. Genau, da schreibt Carsten auch gerade rein, dass auch das einfach noch ein Problem ist, dass die Bitcoin-Fiat-Schnittstellen bei ATMs, Zahlungsanbietern ziemlich wucherige Gebühren haben, sodass es noch keinen Sinn macht. 10% sind schnell mit einer Transaktion verloren. Also das heißt, die ziehen einem einfach noch viel weg. Der Alex wiegt den Kopf. Ja, also ich mache so, weil die wucherigen Gebühren sind eigentlich ein Anreiz für andere Unternehmer auch in diesen Space zu gehen und ein bisschen zu unterbieten. Ja, da stand 9%. Und das zieht praktisch mehr Wettbewerb an. Und es ist eigentlich ein Zeichen dafür, ey, man kann hier Kohle machen und das ist eigentlich immer ein ganz guter Anreiz für andere Unternehmer, den Markt auch zu erschließen. Gerade hat Lukas noch gesagt, die BaFin verbietet Bitcoin-ATMs in Deutschland. Oder so habe ich das zumindest verstanden. Da würde ich nur kurz klarstellen, Die BaFin selber verbietet es nicht. Es ist nur sehr umständlich, das zu machen. Man muss da irgendwie, glaube ich, über 700.000 Euro vorstrecken und man braucht zwei langjährige Bankenmitarbeiter im Vorstandsrat und so weiter. Praktisches Verbot. Und bis jetzt hat es halt noch wirklich keiner effektiv gemacht in Deutschland. Und ich sehe das auch als sehr großen Nachteil, wo ja die Adaption in Deutschland verzögert wird und das einfach wegen doofer Regulation, die keinen wirklich schützt. Und genau, Local Bitcoin ist ja in Deutschland auch
entstanden, wurde im Room 77 in Berlin erfunden und gibt es in Deutschland nicht. Alle deutschen IP-Adressen sind geblockt. Und da ist es halt für einen Deutschen, dem du mal erklären möchtest, wie Bitcoin funktioniert und hey, kauf dir doch einfach mal hier in dem Automaten 5 Euro und fass es mal an. Für den ist der Schritt extrem schwierig. Deswegen versuche ich auch immer, wenn ich mir jetzt nicht im Döner mit Freunden bin, ich habe gerade kein Bargeld, ey, schreck's mir doch vor, ich zahle es dir dann in Bitcoin oder in Monero oder so zurück. Erstmal eine Wallet einrichten, schön den Seed erklären und dann dadurch den ersten Kontaktpunkt geben. Weil du hattest es auch gerade gesagt, Eva, ja, wenig Leute haben von Bitcoin gehört, noch weniger haben es tatsächlich mal benutzt. Und ich glaube, die Benutzung ist das wirklich, was die Leute von der Genialität überzeugen wird. Weil wenn man dann mal so eine App auf dem Handy hat, ja, ich meine, wir hantieren jeden Tag mit WhatsApp, Telegram, tausenden Handy-Apps und das ist für uns gang und gäbe, da dann QR-Code zu scannen und auf Senden zu drücken, ist nicht schwer. Und das muss man aber halt mal gemacht haben. Einmal, fünfmal, zehnmal, da muss man in den Laden gegangen sein und ein Produkt auf den Tresen gelegt haben und sagen, so, und das möchte ich jetzt mit diesem Barcode hier Scanner bezahlen. Und ich glaube, wenn man das oft genug gemacht hat, dann checkt man auf einmal auch, ey, das geht ja. Und wenn der Vermieter von Lukas da praktisch da offen für wäre und nach 3 Monaten realisiert, hey, das geht ja, ich bekomme monatlich mein Gehalt und ey, das wird ja sogar noch teilweise mehr, wenn ich das liegen lasse, denke ich, ist ein super Marketing-Effekt für Bitcoin, wo gar kein Marketing-Budget für ausgegeben werden muss. Deswegen, ich finde, das Wichtigste ist, dass die Leute das mal selber ausprobieren. Und auch bei dem, ich habe jetzt über Bitcoin gehört, da rede ich in letzter Zeit, ich rede ja mit allen Leuten eigentlich, die ich treffe, über Bitcoin und Kryptos. Das ist halt einfach, ich kann meinen Mund da nicht drüber halten. Und dann höre ich immer wieder, ja, aber das verbraucht so viel Energie. Ich bin dagegen, weil das unökologisch ist. Und das finde ich sehr undifferenziert, weil man gar nicht weiß, wie unökologisch das aktuelle Geldsystem ist und wie viel Umweltverschmutzung allein durch die Inflation getrieben wird, weil man halt konsumieren muss. Und genau deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, den Leuten das einfach mal an die Hand zu geben, zu sagen, hier hast du deine eigene Wallet, schick mir mal Geld oder ich schick dir was. Und dass es keinen Bitcoin-Automaten hat in Deutschland, macht es sehr viel schwieriger. Alex, ich habe ja gerade das dringende Bedürfnis, dich jede Woche mindestens einmal auf einen halben Döner einzuladen. Halb schenke ich dir, den anderen Rest will ich mit dir auf irgendeiner Wallet tauschen oder so. Also wenn du im Ruhrgebiet bist, jederzeit herzlich gerne. Oder du kommst zum Room 77, dann lade ich dich auch ein. Alles klar, das werden wir auf jeden Fall irgendwie ausdealen. Und Hung, du bist ja sogar in der Gastrobranche total aktiv. Siehst du denn da schon, dass irgendwie Bitcoin so ein bisschen da hinschwappt? Wer übrigens das noch nicht weiß, Hung hat ein ziemlich cooles Restaurant. Wenn man mal in der Nähe von Stuttgart ist, dann kann man da auch mal nicht nur die Kryptohelden, sondern auch gastronomische Genialität ein bisschen austesten. Ja, genau, also genau, nochmal das Klar. Ich habe das Restaurant noch nicht. Es ist ein Projekt, ist in der Pipeline, ist eher ein Streetfood-Konzept jetzt gerade mit Catering, was ich noch nebenher als Hobby mache. Und natürlich Bezahlung dort mit Krypto natürlich möglich, beziehungsweise biete ich jetzt an. Ja. Ansonsten Gastronomie oder Hotel und Hotel und Gaststättengewerbe ist Blockchain, obwohl das so eine, sag mal, verkrustete Branche ist, die immer so ein bisschen später nachzieht in Sachen Digitalisierung, gibt es da schon einige Anbieter, die da unterwegs sind. Ja, zum Beispiel Winding Tree, die so eine Art Booking.com, aber sozusagen auf Blockchain basiert anbieten wollen. Oder es gibt ganz viele Projekte, die versuchen, so ein bisschen dieses Coupon-Thema oder dieses Thema Stempelkarten auf das neue Level zu heben, dass die halt sagen, naja, das ist jetzt nicht nur eine Starbucks-Stempelkarte, sondern man kann diese Stempel, die man hier hat, auch in anderen Läden sozusagen übergreifend aufbauen. Du kannst sie auch austauschen mit anderen Teilnehmern. Da gibt es schon mehrere Ideen in die Richtung. Ich glaube, keins ist noch so wirklich live oder wird aktiv genutzt, aber Gaststätten und die Hotels sind da schon dran, wie fast alle Branchen, die jetzt irgendwie Angst haben, irgendwas zu verpassen. Die Use Cases sich da schon anzuschauen. Ja, da stelle ich dir gerne vielleicht die nächste Frage, Hung, aus dem Chat, weil das passt gerade ganz gut, wenn du dieses Gewerbe dann auch hast. Frage bezüglich der Versteuerung: Ist möglich, dass Staaten in näherer Zukunft Kryptos, die ich auf mein Wallet gebunkert habe, versteuern können?
Da gäbe es einen Gesetzentwurf in Italien. Also wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin bei dir akzeptierst, bei deinem Projekt, wie machst du das dann einfach, dass das alles sauber abläuft? Genau, also ich bin kein Steuerexperte, deshalb und habe da auch Demut vor dem Thema, deshalb das, was ich jetzt sage, nicht zu 100% nochmal kritisch hinterfragen. Aber ich glaube generell, so wie ich das Thema Steuern verstehe, hat das ja jetzt nichts mit dem Zahlungsmittel selbst zu tun, sondern mit dem Geschäftsvorfall. Also ich habe letztens eine Episode gemacht mit dem Sascha Matuschek, der Steuerberater ist, auch beim Finanzamt seine Ausbildung gemacht hat, und mit dem bin ich so dieses Thema durchgegangen, wie zu versteuern ist. Und letztendlich versteuerst du ja auf deine Gewinne, also im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung. Das ist bei Bitcoin und Co. aktuell noch nicht als Kapitalanlage, sondern weiterhin als privates Veräußerungsgeschäft. Das heißt, das ist ungefähr vergleichbar wie bei eBay, wenn du eine gebrauchte Waschmaschine kaufst und die dann wieder verkaufst, dann hast du da auch einen Gewinn. Und bei diesen privaten Veräußerungsgeschäften ist es so, dass du eine Freigrenze hast bis zu 600 Euro, wo du keine Steuern auf Gewinne zahlen musst. Und wenn du dann darüber kommst, dann musst du das entsprechend mit deinem privaten Steuersatz dann auch versteuern. Also es ist unabhängig davon, ob ich das jetzt in Kryptowährung habe oder sonst irgendetwas. Letztendlich musst du dann Steuern zahlen, das zahlst du dann in Euro. Die Frage ist nur, hast du mit Kryptos einen Gewinn gemacht, ja oder nein? Also machst du es oder einen Verlust, den du vorträgst. Ja. Okay, also machst du es dann praktisch so, wenn du das Bitcoin akzeptierst in deinem Ladengeschäft, tauschst du es direkt in dem Moment auch in Fiat um, damit du da keinerlei Gewinn oder Verlust hast. Genau, ob du das sofort umtauschst oder nicht, du musst letztendlich dokumentieren, wann du es erhalten hast, was ein Stichtagskurs das da war, und dann einfach schauen, wie hoch da der Gewinn da ist. Und wenn du also es entspricht ein bisschen mehr Buchhaltungsaufwand auf jeden Fall, wenn man Kryptos aktuell akzeptiert und das auch, sagen wir mal, sauber umsetzt. Aber ich glaube, das ist kein Unterschied zwischen Gewerbe und Privat. Ne? Den hast du jetzt ja auch. Also wenn du alles sauber machst, brauchst du auch letztendlich eine komplette Transaktionshistorie. Jedes Verkaufen und Kaufen ist sozusagen ein steuerlicher Sachverhalt, der dokumentiert sein muss und den du auch sauber angeben musst. Und ich glaube, das ist im Gewerbe nicht unterschiedlich. Frank schreibt dazu auch gerade noch, dass es in der Schweiz so ist, dass Bitcoins steuerlich wie eine Fremdwährung gehandhabt werden. Das ist in Deutschland auch so. Es gibt einen offiziellen Steuerkurs zum Jahresende. In der Buchhaltung lässt es sich auch ganz gut wie eine Fremdwährung verbuchen, solange wir noch in Fiat-Währungen buchen. Also so ist es letztlich auch. Das ist ja auch im Moment wirklich auch noch ein ganz großer Vorteil, dass genau durch diese Behandlung wie eine Fremdwährung die Kursgewinne nach einem Jahr steuerfrei zu vereinnahmen sind. Du musst es natürlich dokumentieren, und wir haben das First-in-First-out-Prinzip. Du kannst irgendwie, musst auch wirklich gucken, dass du das Ding ein Jahr liegen hast und danach aber wirklich das, was du an Kursgewinnen hast, nicht mehr unter die, also nicht wie bei einem Fonds oder wie bei einer Aktie, sondern wirklich wie bei einer Fremdwährung steuerlich behandelt wird. Aber auch da, auch ich kein Steuerberater, wir dürfen keine steuerliche Beratung machen. Disclaimer hier ganz groß angeschaltet. Das ist quasi unser aktueller Wissensstand. Und die Stunde ist jetzt quasi vorum. Wir haben aber hier noch eine Frage, die ich nochmal an euch in die Runde stellen will. Frank sagt, leichte Handhabung und Vertrauen sind wohl die wichtigsten Punkte. Ich habe noch die Frage, welche App oder welcher Wallet ich vertrauen kann. Was ist da euer bester Tipp zu? Muss ich mal gleich mein Handy rauskramen, ich hab da was. Erzählt. Ja klar, BitPay habe ich natürlich schon genutzt, aber es ist natürlich ein privater Anbieter. Das heißt, die gehören nicht dir, die Bitcoins, die auf der Wallet liegen, wie immer, auch bei einer Exchange. Also eher nicht so viel drauf liegen lassen. Aber an sich funktioniert das super. Habe auch schon öfters genutzt. Dann gibt es noch Coinomi. Kann ich auch gerne reinschreiben. Coinomi ist eigentlich super, da kannst du ganz viele Altcoins auch halten und du hast auch wirklich deinen Private Key zu jeglichen Wallets, die da drauf sind. Und da bist du wirklich ganz safe mit. Also so safe, wie du eben deinen privaten Schlüssel auch sicher hältst, ja. Also bei mir ist so, ich nutze das eher gerade schon als Wertaufbewahrung, das heißt Richtung Mobile Smartphone nutze ich eigentlich überhaupt keine Wallet, sondern nutze ein Hardware-Wallet, das Ledger.
Und ansonsten habe ich mich bisher noch nicht so tief damit beschäftigt. Mal eine Wallet drauf gehabt zum Testen und Spielen und mal transferieren, mobile. Aber ich habe da jetzt nicht ein Wallet, wo ich da, was ich tagtäglich nutze, aktuell. Ja. Also ich habe für Bitcoin eine Handy-Wallet, die gibt es für Android und für iOS, das ist Mycelium. Was mir an der Wallet ganz gut gefällt, ist, du kannst die Satoshi pro Byte Transaktionsgebühren einstellen. Und genau, so spart man halt Geld, wenn man, also das ist halt immer das Problem, wenn man da nichts einstellen kann, weil dann ja, charge die Wallet teilweise horrende Gebühren und dann ist es halt wieder das Problem, die Transaktion ist zu teuer und so. Ansonsten die Coinomi Wallet kann ich auch empfehlen, gerade wenn es darum geht, viele Altcoins zu verwalten. Für Monero empfehle ich Cake Wallet oder Moneruho. Gibt es für Android und iOS jeweils. Und genau, ansonsten, ich würde immer, wenn du dir eine App runterlädst, auf die Bewertungen im App Store schauen, auf die Anzahl der Downloads, eine Google-Suche machen zu dem App-Namen, ob du da was gefunden hast, was negativ das Entwicklerteam oder die App reflektiert und im Zweifelsfall lieber nicht nutzen. Ja, es gibt zum Beispiel im App Store so Free Wallet-Applikationen für alle möglichen Währungen und das ist ein bekannter Scam. Das heißt, teilweise musst du halt dir im Klaren sein, dass diese Applikation, du gibst da dein Private Seed ein, also deine Seed Phrase und damit, ja, im schlimmsten Fall, wenn der Entwickler da irgendwas reingeschrieben hat, von wegen, ey, schick mir immer die Seed Phrase, wenn die hier einen Nutzer eingibt, dann kann der da deine kompletten Bestände kontrollieren. Und deswegen am besten Open Source benutzen, die von mehreren Leuten geauditet wurde. Und je mehr Nutzer da positive Erfahrungen mit haben, desto besser. Keine shady Dinger nutzen, die sagen, oh, wir sind jetzt ganz neu und so. Da vielleicht lieber vorsichtig sein und dann auch nicht mehr Geld drauf machen, als du eventuell verschmerzen könntest. Ja, also zum Beispiel in Geldbeutel machst du ja auch keine 10.000 Euro rein, weil wenn du den in der Bahn liegen lässt oder so, dann ist es doof. Sondern da machst du halt so viel rein, wie du für den Tag oder für die Woche brauchst, dass du mal damit ein bisschen rumexperimentieren kannst. Und für langfristiges Hodeln würde ich auch auf ein Hardware-Wallet verweisen. Sehr cool. Ja, genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr hier heute wieder mit eurer Expertise einen sehr coolen Coin-Summit-Talk mit uns gemacht habt. Wir überlegen übrigens, ob wir den nächsten in 8 Wochen machen. Das besprechen wir nochmal intern im Team. Auf jeden Fall wird es den nächsten Coin-Summit-Talk geben, entweder in 4 Wochen oder in 8 Wochen. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Wie gesagt, dass ihr mit dabei wart, auch dass ihr live mit dabei wart, das war auch sehr cool. Vielen Dank für eure Fragen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn noch jemand von euch ein Schlusswort ablassen möchte, sehr gerne. Ich sage schon mal, cool, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns in 4 bis 8 Wochen. Ja, genau. Vielen Dank an die Runde. Danke, hat wieder super Spaß gemacht und viel gelernt wieder. Danke. Ja, danke auch an die Zuschauer. Wenn immer mal wieder eine Bitcoin-Transaktion machen. Ja, erstellt euch selber 2 Wallets, da kann man ja so viel machen, wie man möchte und das immer mal wieder ausprobieren, da fit werden, dass man weiß, was eine Transaktionsgebühr ist, wie man die selber bestimmen kann, wie man dahingehend optimieren kann und auch, ja, wenn ihr Freunde habt oder so, so an das Thema heranführen, nicht erst die Technologie erklären, sondern mal anfassen lassen, die selber was machen lassen und dann, wenn sie sich interessieren, da vielleicht mehr erklären. Oder einfach nach Berlin fahren und Alex auf einen Burger einladen, dann geht das auch. Genau. Cool. Alles klar, ihr Lieben. Also habt noch einen ganz, ganz schönen Tag und liebe Grüße. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.